Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Hedi und das ist der Mo und wir studieren hier Medienkunst, der Steffen Wolf auch. Und es geht hauptsächlich um die Ausstellung unten im Lichthof, die ihr vielleicht schon gesehen habt, die großen schwarzen Quadrate. Das ist quasi das Ergebnis des Spiels, was wir gespielt haben, was der Mo mitentwickelt hat. Und ich habe es gewonnen und kuratiert. Und ja. Und der Mike hat mich also gebeten, weil es ja dann mit der GPN, ich fand es eigentlich total schön, dass es so nebeneinander stattfindet. Wir hatten es eigentlich unabhängig geplant. Und von der Thematik her können wir später, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Jedenfalls hat er aufgeschrieben, eine Einführung in die Pervasive Games. Und eigentlich kenne ich mich damit gar nicht so gut aus, aber habe es mal recherchiert. Pervasive Games ist anscheinend der Oberbegriff für Spiele, die... Pervasive würde man mit alltagsdurchdringend übersetzen, um das nochmal. Also alltagsdurchdringende Spiele. Die nicht auf das Spielfeld, auf die Spielzeit eindeutig als Spiel zu erkennen sind, festgeschrieben sind, sondern die überall und jederzeit gespielt werden oder auf einen festbestimmten Raum. Ich habe vom Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik eine Tabelle mir ausgedruckt, was der Unterschied ist zwischen einem klassischen Computerspiel und einem Pervasive Game. Soll ich mal vorlesen? Oder dann, wir können es doppelt. Was willst du? Ich lese die Seite. Also immer so. Das klassische Computerspiel. Spielort ist der Computer. Beim Pervasive Game gibt es keine Beschränkung des Spielort und Position des Spielers, dienen zur Spielsteuerung. Beim klassischen Computerspiel existiert die Spielwelt nur virtuell im Computer. Beim Pervasive Game wird die reale Umgebung zur Spielwelt. Beim klassischen Computerspiel kontrolliert der Spieler einen Avatar als Spielhelden. Beim Pervasive Game wird der Spieler selbst zur Spielfigur. Beim klassischen Computerspiel spielt der Spieler meistens alleine. Pervasive Game ist eine kooperative Spielform, oder es gibt unterschiedliche kooperative Spielformen, das heißt, es werden mehrere Mitspieler benötigt. Das klassische Computerspiel wird für einen bestimmten Zeitraum fokussiert gespielt. Das Pervasive Game erstreckt sich über einen längeren Zeitraum und ist mit anderen Aktivitäten verwoben. Das klassische Computerspiel wird vom Spieler durch ein spezielles Interaktionsgerät, Gamepad, kontrolliert. Beim Pervasive Game werden reale Gegenstände bzw. der Spieler oder die Spieler selbst zum Spielgerät. Beim klassischen Computerspiel erfolgt die Interaktion mit anderen durch den Computer. Beim Pervasive Game erfolgt die Interaktion auf natürliche Art und Weise, also eine gewöhnliche Kommunikation. Beim klassischen Computerspiel konzentriert sich das Spiel auf ein Medium. Im Pervasive Game werden unterschiedlichste Medien integriert, die die Spieler nutzen können. Dann habe ich weiter geguckt, auch in diesem Fraunhofer Institut. Es gibt zum Beispiel dieses Geo. Ich weiß schon, man Schätze vergräbt mit den Koordinaten. Geocaching. Und ganz, ganz verschiedene Orten. Und ich glaube, also es ist ein sehr weit gefasster Begriff, einfach, dass es übergreifend ist. Und unser Spiel ist jetzt auch nicht sehr technisch oder hat, das können wir gleich nochmal erzählen, zur Theorie, weil wir auch im Kunstwissenschaftsseminarraum sitzen gerade, habe ich aufgeschnappt den Namen Johann Huizinger. Wie Friedrich? Huizinger. Huizinger. Der geschrieben hat 1938 in Deutsch, also in Holland war er Professor, 1939 in, also kam es auf Deutsch raus, Homo Ludens. Ich denke, das ist der spielende Mensch. Mhm. Kann ich mal vorlesen, kurz den Beitrag. In Homo Ludens 1938 untersucht Johann Huizinger die Rolle des Spiels in allen Bereichen der Kultur, besonders im Recht, Wissenschaften, Kunst und Philosophie. Das Spiel wird als zentraler selbstständiger Kulturfaktor erwiesen und die Neigung zum Spiel als Ursprungsort aller großen kulturellen Bildungen angesehen. Unter Spiel versteht er eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben.
Den Begriff, den glaube ich er vor allen Dingen auch prägt dadurch, ist der magische Zirkel, der im Spiel passiert, der aber nicht überwunden wird, weil es immer klar ist, es ist nur ein Spiel. Bei diesen also alle Spielteilnehmer sozusagen einigen sich im Vornherein, dass sie an diesem Spiel teilnehmen und sind dann in diesem magischen Zirkel. Auch dann diese Einheit von Ort und Zeit, in der das Spiel stattfindet. Und das ist das, was beim Pervasive Games raus, weil zwar haben sich auch alle Spielteilnehmer geeinigt, an dem Spiel teilzunehmen, aber diese Einheit von Ort und Zeit wird aufgelöst. Und es ist nicht klar, was ist, also wenn wir Schach spielen oder Mensch ärgere dich nicht, vielleicht das beste Beispiel. Theoretisch ist es so, man spielt und man geht die anderen raus, aber hinterher gehen daran keine Freundschaften zugrunde. Man sagt, okay, es ist ein Spiel, sobald es dann die Gefahr, wenn es halt ins wirkliche Leben drängt, was ist dann, wo sind dann meine Grenzen auch? Das fand ich jetzt, wo wir dieses Paparazzi-Spiel eben gespielt haben, auch interessant. Wie ernst jeder das Spiel nimmt und sich halt selber beschränkt, wenn keine Reglementierungen vorgegeben sind, was man machen kann, was man nicht machen kann. Ich glaube, das kann auch sehr ausarten. Und wir sind aber, bei uns ist es nicht ausgeartet, bei uns ist es eher ein bisschen eingeschlafen. Ich war sehr aktiv, aber das kann der Muff gleich nochmal erzählen. Ich schaue nochmal schnell, was ich noch weiter habe. Das soll ich jetzt unser Spielkonzept vorstellen? Ich denke. Ja. Also, wir haben das Spiel in einem Seminar-Workshop entwickelt, der hieß Üben, 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 war vom Game Lab von Adam Rafinski gehalten. Game Lab ist das Institut vom Institut für Postdigitale Narrativität von Professor Michael Dilitzky. Und dort haben wir halt einen Workshop gemacht, wo wir Spielmechanismen, Regeln und so weiter und so fort untersucht haben, in praktischen Übungen umgesetzt haben, Spiele modifiziert haben und auch entwickelt haben. Und eines der Ergebnisse aus diesem Workshop war dieses Paparazzi-Spiel. Das bezieht sich auf ein Spielprinzip, was schon seit den 60ern in amerikanischen Hochschulen gibt, das dort unter dem Namen Killer oder Assassin bekannt ist. Und das ist auch ein pervasive Game, wo sich die Spieler anmelden beim Spielleiter und der sammelt alle Spieler, die sich anmelden. Und jedem Spieler wird sozusagen ein anderer Spieler als Opfer zugewiesen und selber ist er auch der Opfer eines anderen Spielers, sodass es einen Kreis ergibt. Und es geht darum, diese anderen, sein Opfer sozusagen symbolisch zu umzubringen. Assassin, Killer, also zu, wie soll ich das eliminieren, schön, aus dem Spiel zu werfen. Aus dem Spiel zu werfen, ja, also zu. Und dafür kann man symbolische Handlungen, gibt es da unterschiedlichste, die sozusagen spielkonform sind. Man kann jemanden mit einer Banane erschießen, man kann einen Wecker unter dem Stuhl platzieren, der dann losgeht als eine Bombe. Wasserpistole. Oder man kann den Kaffee mit Zitronensaft vergiften. Und also es ist eine symbolische Handlung, das Umbringen ist natürlich keine wirkliche Gewalt. Das Interessante daran ist, dass man, je nachdem wie das Spiel gestaltet wird, nur einen Namen von einer Person bekommt, von der man weiß, dass sie auch mitspielt, aber vielleicht gar nicht kennt und erstmal recherchieren und rausfinden muss, wer ist diese Person, wo finde ich sie und so weiter und so fort. Ursprünglich hat es halt an Colleges stattgefunden, wo halt man zumindest davon ausgehen konnte, dass die anderen Mitspieler auch in derselben Institution sozusagen arbeiten oder studieren. Und aber es gibt auch solche Spiele, die noch weiter gefasst sind. Kann ich kurz eine Anekdote? Ich weiß nicht, was erzählt hat, vielleicht wahrscheinlich war es der Adam und ich habe es bei Wikipedia gelesen. Es gab jedenfalls dann auch in Amerika eben wurde diese Version gespielt mit Wasserpistolen. Und dann gab es Spieler, die haben das sehr ernst genommen. Und ich weiß, habe ich dann nachgelesen, ein Spieler, der es auch besonders ernst genommen hat, hat sich dann Lederanzug wie ein Killer angezogen und mit so einer richtigen großen Wasserpistole, die auch anscheinend gefährlich aussah, und hat vor dem Arbeitsplatz seines Opfers im Gebüsch auf sie gelauert. Und sie hat sich nicht mehr rausgetraut und sie hat die Polizei angerufen. Also das ist dann noch relativ harmlos, also aber im Endeffekt die Paranoia, die dann dadurch entsteht, du weißt, hinter dir ist jemand her, welchen Einfluss hat das auf das Spiel. Der Moritz hier gleich von der Version, die er jetzt für die Kunsthochschule entwickelt wurde. Wir haben nicht so direkt ernst genommen. Ja, also unsere Überlegung war dann, das umzusetzen, auch mit einem Aspekt, der jetzt hier an der Kunst- und Designhochschule funktionieren könnte. Und da haben wir gesagt, sozusagen als
dass ein Foto geschossen werden muss von seinem Opfer. Eine Porträtaufnahme, wo diese Person zu erkennen ist. Und das sozusagen der Akt des Rauswerfens aus dem Spiel ist, des symbolischen Tötens sozusagen ist, dass man wie ein Paparazzi sich versteckt und ein Bild von dieserjenigen macht. Und die Teilnehmer dadurch auch sozusagen sensibilisiert werden vor Kameras, die sie halt hier auch, laufen ja viele Leute mit Kameras rum oder jeder hat sozusagen eine in der Tasche irgendwie, aber im Handy. Aber wenn man halt an dem Spiel teilnimmt, weiß man, dass man fotografiert werden soll, aber nicht von wem. Das heißt, man fängt an bei jeder Kamera, die erscheint und irgendwie ein Foto von einem machen könnte oder will, sozusagen eine positive Paranoia, eine Sensibilisierung dafür zu entwickeln, dass man fotografiert wird. Das war sozusagen der Grundgedanke. Kann ich kurz den Adam zitieren, seinen Text, der auch aussieht in der Ausstellung. Die Spielregeln werden zum Performance-Konzept, die Spielteilnehmer zu Fotokünstlern, das Porträt zum Ausdruck des künstlerischen Erfolgs und der Gewinner zum Kurator der Ausstellung. Genau, darauf werde ich jetzt auch noch eingehen. Echt? Du hast dich verrostet. Ist okay, du hast mir... Ja, also das ist auch ein künstlerischer Prozess, der dabei sein sollte, sozusagen dieses Foto zu schießen, wobei das natürlich eher ein Schnappschuss wird, je nachdem, wie sich die Situation gestaltet, wo man auf sein Opfer trifft. Dazu aber den Gedanke, der mit dabei war, dass diese Bilder, die dort entstehen, gesammelt werden natürlich, die wurden auch während des Spiels schon auf einem Fotoblog hochgeladen, wo alle, also nicht nur die Spielteilnehmer, sondern der öffentlich auch bewertet werden konnte, die einzelnen Bilder. Und dann war sozusagen... Dann war die Idee, dass die Gewinnerin, der am Ende übrig bleibt, das muss dazu sagen, immer wenn man ein Opfer sozusagen abgeschossen hat, dann kriegt man das Opfer von seinem Opfer. Es gab Karten, sozusagen, man hatte eine Karte, da stand ein Name drauf, das sein Zielobjekt war. Und wenn ich jetzt jemanden erwischt hatte, dann, und er dann sozusagen beschädigt hat, okay, du hast ein Bild von mir gemacht, dann hat er mir seine Karte gegeben, sodass ich ein nächstes Opfer hatte. Sodass es im Idealfall irgendwann der Kreis sich geschlossen hätte und ein Spieler noch übrig gewesen wäre, der die Karte mit seinem eigenen Namen drauf bekommen hätte. Obwohl man dafür gar nicht am meisten Abschüsse gemacht haben hätte müssen. Das hätte einer gereicht, wenn die anderen sich vorher schon... Aber... wenn man sich gut genug versteckt hätte. Wenn man sich gut genug versteckt hätte. Was ist, wenn jemand sich verdeckt? Das geht, dann hat er... Nee, das gibt es nicht. Eigentlich. Eigentlich nicht. Also eigentlich war die Idee, dass also wir hatten in den Regeln festgesetzt, dass es ein erkenntliches Porträt sein muss. Okay. Wiedererkennbares. Ja. Es gab ein, zwei Bilder, wo es grenzwertig war. Aber die Spielerin, die nicht ich gemacht habe, Anna Fitzki, hat das dann zugelassen. Meistens aber in dem Fall, also in den beiden Fällen, war es aber auch so, dass das Opfer jeweils dem zugestanden hat. Also gesagt hat, okay, du hast ein Bild von mir gemacht. Und insofern war das dann auch okay zu sagen, gut, das Bild ist vielleicht nicht erkenntlich, aber wenn das Opfer das jetzt schon sozusagen seine Karte abgegeben hat und gesagt hat, das Bild ist gültig, dann hat sich das Spiel lief dann, wir haben dem Ganzen eine Deadline gesetzt, weil es ist ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten 23 Teilnehmer in der Hochschule, was eigentlich auch nicht viel ist, also in Amerika spielen die das teilweise mit 3000 Leuten. Ja, dann hat das jetzt ganz in Berlin auch. In Berlin auch, wo neulich war ein Spiel, wo viele dabei waren. Und gut, wir haben ca. 400 Studenten an der Hochschule, das heißt 23 sind schon nicht so viele davon. Und von den 23 waren auch nur die Hälfte aktiv am Spiel teilgenommen, würde man im Nachhinein sagen, oder noch weniger als die Hälfte. Das heißt, viele haben sich dann zwar angemeldet und haben eine Karte bekommen, aber dann sind nicht wirklich aktiv geworden, auf die Suche nach ihrem Opfer gegangen. Das heißt, es waren eher wenig aktive, deswegen haben wir irgendwann gesagt, bevor das Ganze jetzt einschläft, haben wir eine Deadline gesetzt. Das Spiel begann Ende Januar. Februar, März, April, Ende Mai haben wir aufgehört. Also wir haben 4 Monate gespielt. Aber zwischendrin waren auch Semesterferien. Zwischendrin waren auch Semesterferien, wo nicht viele hier waren. Okay, das muss man auch sagen. Gab es Begrenzungen, dass man nur auf dem Campus? Nee. Egal. Es gab nicht mal eine Safe-Zone. Du hättest auch nach Hause gehen können. Und im Seminar, ich bin immer in die Seminare gegangen. Ja, da hast du abgestaut. Ja, was halt schwierig auch ist, wenn dann einer sich anmeldet und dann halt gar nicht in Karlsruhe ist. Das ist dann für denjenigen, der hinter ihm her ist, blöd, aber für den, der hinter ihm, also für dessen Opfer natürlich dann gut. Ja. Aber wegen der Gegend zahlt euch eigentlich gut, weil der Welcome auch nicht 4000 Schüler fand beim ersten Mal, die spielen es da seit 20 Jahren
Und beim ersten hast du immer 10 Leute und du musst dann weitermachen. Also die Idee dabei ist zu sagen, das weiß nicht, einmal mehr so, dann machst du es nicht und dann müssen sie dann kommen immer mehr. Gut. Das ist natürlich ein guter Tipp. Ja. Wir waren ein bisschen davon ausgegangen, dass das Konzept schon bekannt ist von so einem Spiel, aber es ist eigentlich nicht der Fall. Ja, aber und, ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, sie haben es nicht so mitbekommen und sie würden nicht. Und wir müssen auch noch dazu sagen, dass wir dadurch, dass wir das Ganze als Künstlerprojekt und Ausstellung haben, war nicht allen Leuten ganz klar, worauf sie sich einlassen, als sie sich angemeldet haben, weil wir natürlich nicht die kompletten Regeln schon vorher rausschicken wollten, weil es uns auch darum ging, dass die Nicht-Spielteilnehmer sozusagen mit diesen Situationen, also deswegen performativ konfrontiert werden, wo dann plötzlich Leute mit Kameras durch die Hochschule verfolgen, wenn alle schon die Regeln kennen können, also wenn die sozusagen öffentlich wären und nicht nur den Spielteilnehmer, wenn wir die vor der Anmeldung bekannt gegeben hätten, dann hätte das nicht funktioniert, hatten wir uns zumindest gedacht, weil wir dann irgendwie, also wenn auch die Nicht-Spielteilnehmer wissen, worum es im Spiel geht, das ist beim Pervasive Game immer so eine schwierige Sache halt, weil es gibt da diese unterschiedlichen, eine Ordnung von drei Klassen von, also den wirklichen Spielteilnehmern, den Eingeweihten und den Nicht-Eingeweihten. Und die Nicht-Eingeweihten braucht man eigentlich zum Teil auch, um diese Spielstimmung aufkommen zu lassen, war zumindest unsere Überlegung. Deswegen war denen nicht allen ganz klar, wofür sie sich angemeldet haben. Und vielleicht hatten dann auch einige, nachdem sie dann die Regeln bekommen hatten, dann gar kein Interesse daran teilzunehmen. Auf jeden Fall war es aber auch die Idee von Anfang an, dass es eine Ausstellung geben wird neben dem Fotoblog und dass der Gewinner diese Ausstellung kuratieren darf. Das heißt, die Entscheidungsfreiheit bekommt, wie diese Bilder dann in der Ausstellung präsentiert werden. Der Gewinner wurde in dem Fall die Hedi, weil sie am meisten Abschlüsse gemacht hat. Ich war furchtbar aktiv. Ich glaube, als einzige so im Verhältnis mit anderen. Genau, und dann, weiß nicht, wollen wir runtergehen und uns die Bilder angucken? Oder ja, wollen wir noch was sagen? 12:34, 1, 2, 3, 4. Ja, dann können wir vielleicht mal angucken und unten weiter reden, was man hier. Oder wenn ihr Fragen habt, in dem schönen. Frontalen Situation, kannst du jetzt das ausnutzen? Ich habe relativ lange Zeit für jetzt so eine kleine Spielerzahl, sage ich mal. Weil das könnte man ja eigentlich auch sagen, das könnte man in einer Woche ja erleben. Ne? Wir haben dann zur Vernissage geplant gehabt. Und wir hatten Überlegungen, die Spieler, also ursprüngliche Überlegung von uns als Spielentwicklern war zu sagen, wir machen zur Vernissage noch ein Event, wo die Spieler, die noch im Spiel sind, aber noch nicht nochmal die Möglichkeit haben, sich gegenseitig abzuschießen. Aber dann im Gespräch mit der Kuratorin oder der endgültigen Entscheidung hatten wir das dann zur Vernissage nochmal angeboten, nur an einem Abend. Ja. Also man konnte sich an der Bar anmelden, hat dann eine halbe Stunde später seine Opfer bekommen. Und da lief das Spiel auch nochmal für 1,5 Stunden oder so. Ja. Und da gab es wahrscheinlich mehr Abschüsse. Ja, ich konnte den Ordner vom Adam leider nicht öffnen. Okay. ja, auf jeden Fall. Jetzt ist mir noch was eingefallen, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, es gab dann die Möglichkeit oder die Idee, dieses Shootout an dem Tag der Eröffnung zu machen. Aber die Leute, die im Spiel nicht da waren, weil sie eben gar nicht im Haus sind oder gar nicht in Deutschland sind, setzt ihr das Problem nur auf den Abend der Veranstaltung fort, wenn die schon sich angemeldet hatten, dann auch zur Eröffnung nicht da sind, dann können die da sind, immer noch nicht die Fotos machen, für die Leute, die wir haben. Ja. Wie viele Abschlüsse hast du gemacht? Fünf von 13. Fünf. Aber einen habe ich animiert, weil ich habe ihn ein Foto von ihm gemacht und der saß am Tisch, hat mir eine Karte gegeben und den er hatte, der saß ihm gegenüber und ich habe gesagt, Paul, das macht doch noch das Foto von Felix, weil sonst mache ich alle Fotos. Und das ist mir auch zu blöd. Wenn ich die Einzige bin, die ich hier, dann bedeutet es ja gar nichts. So. Und dann habe ich so immer versucht, die anderen noch ein bisschen anzutreiben und Tipps zu geben. Hier, der ist übrigens der, so, weil ich wohl kenne, gesehen, der ist auch hier. Und das Ziel war ja eigentlich, also das Konzept, so lange, bis einer übrig bleibt, aber da nach 4 Monaten immer noch die Hälfte der Bilder nicht gemacht worden sind, gab es dann halt diese Deadline kurzfristig. Aber habt ihr mit den Spielern, ihr hattet die ja registriert, also ihr hattet ja eigentlich dann auch, habt ihr mit denen dann mal kommuniziert, so nach 2 Monaten und gesagt, pass mal auf Leute, weil es wäre dann, hätte man sich ja überlegen können, wer nicht da ist, wie
raus oder so, weil das ist, wie gesagt, das Problem ist, wenn man anmeldet und ist dann 3 Monate im Urlaub, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass der die Karte behält von dem Opfer. Aber dann, damit blockiert er nämlich die Kette, das macht gar keinen Sinn. Also man muss die eigentlich rausschmeißen. Wenn man einen Ort festlegt. Das ist ja eigentlich, wenn man den Ort festlegt. Also wir hatten ja in den Regeln auch nicht gesagt, dass es nur eine AfG ist. Ich meine, klar, Urlaub, das ist natürlich für jemand, der nur so mit begrenzter Zeit mitspielt, natürlich nicht möglich, jetzt irgendwie hinterherzureisen. Aber rein theoretisch ist es natürlich innerhalb der Spielmöglichkeit vollkommen konform. Also sagt, ich muss mein Opfer halt irgendwie in Brasilien finden. Also wenn man sich darauf einlässt, irgendwie insofern. Und außerdem wäre es für uns auch dann wieder... Wir hatten, also die Spielleitung hat schon noch zweimal, wie gesagt, diese Deadline nochmal rausgeschickt, die von Anfang an nicht klar war und auch nochmal darauf hingewiesen, dass es eine Ausstellung geben wird und so. Aber jetzt dann noch zu kontrollieren, ob die Leute vor Ort sind oder so, dass dann auch nochmal sozusagen... Also es ist super frustrierend, wenn ich jemand will, ich habe eine Karte von jemandem, der ist dann nicht da, dann ist es für mich das Spiel gestorben. Also außer, dass ich selber gejagt werde. Ja, klar, dann ist es natürlich... Wenn derjenige, der hinter dir ist, da ist. Aber wenn... aber es war eigentlich nicht wirklich der Fall. Es waren viele Leute immer mal wieder abwesend. Wie gesagt, oder Semesterferien war es nichts gegangen. Aber es war eher der Fall, dass die Leute, obwohl die Hochschule so klein ist oder es relativ viel leicht ist, gar nicht dahinterhergekommen sind, wer diese andere Person ist. Also weil sie vielleicht auch nicht genug recherchiert haben, aber irgendwie, man denkt, das ist eine kleine Hochschule, man kennt sich, aber es sind dann doch unterschiedliche Zirkel, wo dann teilweise überhaupt keine Berührungspunkte da sind. Und da Leute... Ja, ich habe vor den Semesterferien, ich komme aus Leipzig und bin da auch oft und lange und habe gedacht, okay, ich bin jetzt 6 Wochen weg, dann melde ich mich mal ab, so aus Fairness. Und habe dem Adam gesagt, ja, ich fahre weg, ich gebe auf, ich lass mein Foto machen, weißt du, ich sage Bescheid, ich bin da. Und der Adam, nein, auf gar keinen Fall, so, mach das bloß nicht, weil ich glaube, dann wären es einfach noch, keine Ahnung, was da passiert wäre, warum das eigentlich schlecht gewesen wäre, muss man mal fragen. Und wer macht wen, ja. Ja, aber das wäre dann schneller fertig geworden. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich warst du damals schon die aktive Spielerin. Ja. Wahrscheinlich hat er deswegen gedacht, wenn du aufhörst, dann können wir gleich aufhören. Ich weiß es nicht. Also, ich finde, sobald du ja ins Seminar gekommen bist, ich meine, das ist ja so ein Bereich, wo man seine Ruhe haben will. Der Erste, der war böse. Das können wir dann aber auch unten, kann ich das Foto zeigen, der Moritz. Der war ganz böse und ich bin halt in sein Studio und habe diese Fotos gemacht und er meinte, nein, das Foto darf man, muss man heimlich machen. Und dann sage ich, nein, Quatsch, das steht überhaupt nicht heimlich. Steht, machen Sie ein Foto von Ihrer Person mit deutlich. Ja, aber nicht, wenn ich arbeite. Und ich sage, doch. Na klar, da steht nichts von wann nicht und wann doch. Und dann war er so ein bisschen zickig und dann ging es aber. Ja, und die anderen, die waren meistens lieb, die hatten es den. Also es war auch am ersten Tag, da war er noch böse und die anderen waren nicht mehr böse. Wir haben alle nicht so ernst genommen. Also, so diese Killerinstinkte, die sind bei uns irgendwie anderweitig ausgeprägt. Echt? Also nicht so, ich weiß nicht. Gib mal in die Ausstellung. Achso. Noch weil es wirklich auch für auch im eben, das mit der Gewalt ist natürlich, kann man nochmal nachfragen. Gewalt ist es ja doch, wenn ich mich irgendwie beobachtet fühle. Und das andere ist, das Ding mit den Persönlichkeitsrechten, die gerade im Bereich Fotografie sehr ungenau definiert sind. Und da ist einer dabei, dann kann ich dann behaupten, ich habe es auf den abgesehen oder nicht, oder muss es okay sein? Oder wie auch immer. Also es sind Fragen, die zum Beispiel auftauchen. Also Fragen, die natürlich auftauchen. Wir hatten das im Realtext so formuliert, dass es ein... Wir haben zwar das Wort Porträt verwendet, glaube ich sogar, aber dass es also wiedererkennbar, die Person wiedererkennbar sein muss. Ob der jetzt wirklich Format füllend oder so, hatten wir jetzt nicht mit dazugegeben, sondern und ob da jetzt andere Leute drauf sein können oder sonst wie, Hauptsache, es war so letztendlich, also vom, wie sich das dann praktisch geschaltet hat, war es dann wirklich so, dass derjenige, der fotografiert wurde, sozusagen, dem musste man ja das Bild zeigen, damit er seine Karte abgeben konnte und dass derjenige sozusagen dann auch damit sich einverstanden erklären musste. Wenn derjenige gesagt hätte, da bin ich nicht zu sehen, dann hätte es nicht geklappt sozusagen. Ich glaube, so rechtlich, weil ich war auch in dem Moment von Michael
falsch. Es war ja ausdrückliche Teilnahme, wenn man am Spiel teilnimmt, willigt man ein, dass das Foto von einem gemacht wird. Also darüber darf sich keiner beschweren. Und veröffentlicht wird in der Ausführung auch groß hängt. Das war falsch. Ja, oder sonst hätte man sich anmelden müssen. Und auf der Webseite haben wir es natürlich ohne Namen gemacht. Da sind halt die Bilder aufgeladen, aber da steht dann nur der Ort und ein Datum. Ja, auch die Leute, die hinterkommen, auf die habe ich jetzt keine Rücksicht genommen. Die haben natürlich jedes Recht zu sagen, ich bin da auf dem Foto. Es gibt ein Foto von diesem, genau was ich gesagt habe. Aber lass uns das unten verfolgen, weil dann hat man die Fotos direkt. Ein Foto, zwei, drei drauf sind und der eine ist.